Ich, Konrad Körner, wollte noch ein bisschen mehr über diese Partei, die bald die Macht ergreift, erfahren. Ich hatte die große Ehre, ein echtes AfD-Mitglied zu treffen. Cool. Ich habe es eingangs ja schon erwähnt, den Rollo Diekwisch. Und der hat mir einiges erklärt, zum Beispiel, was ihm in der Politik besonders wichtig ist. Für mich sehr interessant sind die Geopolitik, wie man langfristig welche Staaten man unter Kontrolle haben möchte, um zu wissen, wie auch der Gegner über so viele Dinge denkt. Der Gegner, ne? Den muss man im Blick haben. Muss man, also ich bin mir nicht ganz sicher, was er damit meint, aber ich glaube einfach, dass man so in andere Länder eindringt und die dann unter Kontrolle hat. Ja, aber wusstet ihr, dass zum Beispiel Griechenland noch ganz schön viele Ölreserven hat? Das muss man wissen. Okay, ja gut, dann könnte man da ja demnächst, also ich meine, finanziell haben wir sie eh schon unter Kontrolle, dann demnächst vielleicht auch militärisch. Naja, ich habe auf jeden Fall, Investigativjournalist, der ich ja bin, auch mal nachgefragt, wie das ist mit diesen komischen Nazi-Vorwürfen und was der Höcke da über dieses Holocaust-Mahnmal gesagt hat. Und da hat der Rollo, das ist ja ein ganz gewiefter, und der hat in seiner Antwort direkt noch ein anderes Klischee aus der Welt geräumt. Und ich würde sagen, die Aussagen von Björn Höcke zum sogenannten Denkmal der Schande, also dem Holocaust-Mahnmal, haben da sicherlich das Ganze noch weiter angefacht. Wie stehen Sie zu dieser Diskussion? Das Erste ist ja, dass Bernd Höcke das nicht als Erstes gesagt hat. Naja, der Bernd Höcke hat ja im Prinzip nur ausgesprochen, was eh alle denken über diesen Holocaust-Abenteuerspielplatz da, ne?